So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part des FIFA Let's Plays mit mir, Rigi, und ja, heute mal wieder mit einer kleinen Runde mit meinem Brazil-Team, weil es mir einfach so unglaublich viel Spaß macht, mit diesem Team zu spielen, weil ich damit irgendwie auch am besten skillen kann und so weiter, weil ich dagegen nicht immer gegen Leute spiele, die 24/7 containen und so weiter. Also, es macht mir einfach am meisten Spaß. Und ich werde gleich dazu nochmal was zu den Team-Einsendungen und so weiter sagen. Also geduldet euch ruhig. Erstmal wieder das Team vorstellen. Ich habe da ein paar kleinere Änderungen zum letzten Mal vorgenommen. Wir haben jetzt im Sturm Barreto, unseren Top-Stürmer. Für das Geld, was ich für ihn bezahlt habe, ich glaube 40 oder 5000 Münzen waren das, er ist es definitiv wert. Billiger Brasilva, 4 Sterne Skills, toller Schuss, was immer mehr. Sturmpartner ist heute Moraes, 5 Sterne Skills, geile Werte. Schöner Schuss, was will man dazu sagen? Nix eigentlich. Das reicht. Ja, das reicht definitiv. So, im Zentrum haben wir dann Carlos Alberto wegen seinen bombastischen Longshots. Siehe letzter Part mit meinem Server-Team. Und ansonsten, ja, linkes Mittelfeld, Reginaldo. Jedes Video mit meinem Server-Team, was ich aufnehmen werde, werde ich meistens mit Reginaldo spielen. Warum? Ja, mein Account auf YouTube heißt Reginaldo. Reginaldo. Ja, er ist sozusagen meine Verkörperung auf dem Spielfeld. Was er auf dem Spielfeld macht, tut er für mich. Ich weiß, ich laber gerade wieder irgendein Schiss, Shit. Egal. Scheiß, aber er ist es einfach. Der Typ ist es einfach. Und die erste Neuerung haben wir dann hier. Leonardo Vitor Santiago, oder kurz Leonardo. Rechter Mittelfeldspieler oder rechter Außenbahnspieler von Red Bull Salzburg. 4 Sterne Skills. Apropos Red Bull Salzburg, an dieser Stelle schöne Grüße an meinen Red Bull Salzburg Hooligan Basi. Cooler Typ aus Österreich, dies, das. Ich habe den für 24.500 Münzen geholt, wie man da unten sehen kann. 94 Spiele Vertrag. Und ja, was gibt es dazu sonst zu sagen? Rechtes Mittelfeld, linker Fuß, starker Fuß, ist schon mal ausschlaggebend dafür, dass er sehr gut ist. Hier nochmal die Werte, 88 Tempo, 70 Schuss, 84 Dribbling. Das ist meiner Meinung nach der silberne brasilianische Hulk. Also er ist es einfach. Und die sind sich auch sehr ähnlich von den Werten her und so weiter. Von den körperlichen Gegebenheiten. Also Leonardo, super Spieler, empfehlenswert. Dann, genau, und wenn ich das Geld dazu hätte, würde ich an dieser Stelle statt Leonardo natürlich Maicon Leite spielen lassen. Aber weil Maicon Leite 250.000 Münzen kostet, habe ich mir gedacht, nee, nicht mit mir. Dann haben wir hier zum Beispiel noch Jean. Kennen wir vom letzten Part, muss ich nicht so sagen. Manuel und unser zweiter Neuzugang, Douglau. Zu Douglau möchte ich jetzt erstmal sagen, 2.000 Münzen für diesen Spieler. Absolut billig. Der Typ ist ein Monster. Die Ingame-Stats von denen sind unnormal. Chocuzel. Und guckt euch bitte mal die Werte an. 70 Tempo für einen Innenverteidiger schon mal sehr gut. 70 Schießen für einen Innenverteidiger. Was da los? Was da los? Ich verstehe das nicht. Dann 70 Passen für einen Innenverteidiger. Dribbling 39. Ist aber scheißegal, weil ein Innenverteidiger eh nicht dribbeln muss. 75 Defensive. Ja, hätte ein bisschen höher ausfallen können, aber passt schon so. Und Kopfball 81. Zudem nochmal dieser geile Look auf dem Spielfeld. Also wenn man den im Spiel sieht, hat er ehrlich so eine monströse Aura, so eine monströse Ausstrahlung. Für einen Innenverteidiger natürlich sehr wichtig. Und ja, linker Verteidiger, was mach ich da? Linker Verteidiger Lino mit seinem bombastischen Schuss. Rechter Verteidiger Cicinho im Tor Neto wegen seinen geilen Abwürfen. Auf Empfehlung von Walle, meinem Teambuilder. Und auf der Bank eigentlich nichts Interessantes. Vielleicht hier noch Joe. Ja, Joe. Aber das war's auch. An dem Team muss ich eigentlich nichts mehr großartig ändern. Das Team ist komplett. Was ich eventuell ändern könnte, ist, dass ich dann Marlos und Maicon Leite noch einfüge. Marlos werde ich definitiv einfügen. Für den habe ich auch die Coins. Ich habe jetzt irgendwie 1500 Münzen auf diesem Account. 150.000 auf diesem Account. Und ich glaube 160.000 auf meinem anderen Account. Aber dieser Account, der andere Account, ist eher so für Notfälle gedacht und so, wenn ich mal was dringend brauche, wenn ich ein neues Team baue und so weiter. Aber ja, ansonsten eigentlich nichts Interessantes oder nichts Wichtiges, sag ich mal. Oder?
Was könnte ich denn noch erwähnen? Also bezüglich FIFA jetzt an sich gibt's gar nichts mehr. Nee. Und Leute, diese Woche ist es soweit. FIFA Street. Ich freue mich, wie gesagt, schon unglaublich drauf. Das wird bombastisch. Ich mache ja natürlich auch noch ein Let's Play dazu. Kein Ding, mit Regi macht man's ja. Oder ich mach's möglich. Regi macht's möglich. Und ja. Ein paar Leute haben's ja schon über diese komische Methode des Online-Dingens, Kirchens, irgendwas mit Online. Und ja. Was kann ich dazu noch sagen? Eigentlich nichts. Außer dass, wenn alles gut läuft, dass ihr den ersten Part dann am Dienstag kriegt, welches Spiel ja bei Amazon vorgestellt habe und Amazon-Kunden, je nachdem, wo sie wohnen, die Spiele dann. Oh, wunderschönes Tor von Carlos Alberto. What you gonna do? Kleiner Scherz am Rande. Und ja, das ist doch mal eine Wiederholung wert. Zack, schönes Dribbling, angedeutscher Schuss, boom. Und halt bei dem Winkel. Ja, wenn ihr Glück habt, kommt der erste Part dann am Dienstag. Ich werde mir Mühe dafür geben, denn ihr müsst wissen, in letzter Zeit. Ihr müsst nämlich wissen, dass ich jetzt in diesen nächsten Wochen sehr, sehr viel Stress haben werde. Diese Woche geht schon los. Warum es diese Woche losgeht, ganz einfach. Ich habe diese Woche Freitag meine Führerscheinprüfung. Ich schreibe diese Woche ansonsten noch zwei Klausuren. Ich glaube, am Mittwoch schreibe ich eine. LK-Klausur natürlich, Englisch. Und Freitag. Schreibe ich Freitag irgendwas? Nee, aber Freitag war doch irgendwas. Oder war es meine Prüfung? Hä, Freitag, was habe ich nochmal? Freitags. Ah, genau, Freitag schreibe ich ansonsten noch Mathe, genau. Und ihr wisst, Regio und Mathe, pfff, zick dir an. Geht gar nicht klar, sowas. Ja. Boah. Und so schnell kann es gehen. Dembele. Musa Dembele heißt er, glaube ich. Von Fulham. Ja. Was wollte ich nochmal sagen? Eigentlich nichts. Das bezüglich FIFA Street war das jetzt auch. Was ich noch sagen könnte, wäre zum Beispiel. Genau. So, jetzt mach ich erstmal schön Skillmann mit Reginaldo. Pass auf. Oh, Reginaldo fällt direkt den Ball. Ja. Reginaldo halt. Was ich noch sagen könnte oder sagen werde, ist. Holt euch FIFA Street. FIFA Street. Ja, bei FIFA Street 3, da waren ja einige schon enttäuscht. Aber das neue FIFA Street, das ist einfach nur anormal. Das ist anormal. Choc Güzel, dieser World Tour Modus, den ich dann auch let's playen werde. Samegus. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, das war's dann bezüglich FIFA und FIFA Street. Kommen wir dann wieder so auf unsere Frage der Episode. Gigi aka Froschi hat mir gesagt, dass meine Fragen manchmal, ja, unnötig wären. Was heißt unnötig? Dass sie irgendwie komisch gestellt sein. Und da wollte ich erstmal fragen, stimmt das, sind meine Fragen manchmal komisch gestellt? Also ich finde ja, das sind so Fragen, die eher so auf Real, auf echte Fußball, auf Real Football bezogen sind. Was ich auch gut finde, wie ich finde, ja. Weil, kann ja auch jeder mitreden und so weiter, ja. Bei FIFA, es gibt ja auch viele Zuschauer von mir bei FIFA, die sich die Videos, die sich die Videos angucken, weil sie einfach meinen Commentary mögen und nicht irgendwie, was weiß ich, FIFA oder so spielen. Und ja, schlecht geschossener Freistoß, richtig schlecht. Was ich dann noch sagen könnte, wäre zum Beispiel, oder was ich sagen wollte, ist, ich wollte auf die Frage der Woche zurückgreifen. Wie gesagt, sagt mir einfach mal Bescheid, ob die Fragen ein bisschen komisch gestellt sind, was ich eventuell dann bei den Fragen verbessern könnte. Ihr wisst, ich bin kritikfähig, sofern es sich heißt, ey du Huren, so mach mal andere Fragen. Ja, irgendwie sowas halt, ne? Aber, ja. Mehr möchte ich dazu im Moment nicht sagen. Kommen wir aber jetzt wieder zurück zu unserer Frage-Episode. Ich hatte ja in der letzten Episode schon etwas Persönlicheres gefragt, was eurer Meinung nach die emotionalsten Momente im Fußball waren. Und was ich dann ganz vergessen habe, war, dass der Tod natürlich auch eine wichtige Rolle im Fußball spielt. Also eine wichtige, ja schon eine wichtige Rolle, aber auch eben eine, ja, eine tragische Rolle.
Milos, mir fällt der Name gerade nicht, ich vergesse den jedes Mal, tut mir leid dafür. Soll jetzt auch in keiner Weise respektlos gegen den Toten gegenüber klingen. Milos Feher, glaube ich, hieß er, von Benfica, 2004 bei einem Spiel auf dem Spielfeld umgekippt, mit 24 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht irre. Sehr schade, 24 Jahre und ein Herzstillstand, das ist echt unglaublich. Und ich weiß es nicht, aber... Ja, eventuell könnte ich ja auch erwähnen. Vor kurzem ist zum Beispiel auch bei mir mein Cousin verstorben. Auch Herzinfarkt mit 17 Jahren. Und ja, das ist einfach unglaublich sowas. Wie schnell ein Leben vorbei sein kann, ja? Ohne Vorwarnung, die ist einfach so ein Herzinfarkt. Und so war es, glaube ich, auch bei Milos Feher. Der hatte keine körperlichen Beschwerden und kriegt dann einfach einen Herzinfarkt. Beim Fußballspielen, besonders Fußballspielen, wo man halt auch mit Leidenschaft kämpft und so weiter. Das ist echt bitter, das ist sehr traurig. Aber es gab auch sehr viele tolle Momente, wie ich aus den Kommentaren lesen konnte. Viele haben halt den Tod erwähnt von einem Fußballspieler und so weiter, was natürlich sehr traurig ist, wie gesagt. Aber es gibt da zum Beispiel noch die tollen Momente im Leben. Zum Beispiel, ja, jetzt komme ich wieder mit meinen komischen Türkei-Beispielen. Aber das habt ihr bestimmt alle gesehen. Türkei gegen Tschechien. Bei der EM 2008, das war unglaublich. Die Last-Minute-Türken machen aus einem 2-0 Rückstand innerhalb von, ich glaube, 20 Minuten ein 3-2. Unglaublich war das. Das war unglaublich. Wisst ihr, wie ich ausgerastet bin? Boah, mein Vater, der hat mich geschlagen. Der hat mich echt geschlagen vor Freude. Der sagte, Vater, komm mal her. Ich. Aus diesem Grunde, erstens konnte ich wegen dieser Art von Schläge den Tag nicht vergessen und zweitens einfach, weil es auch so wunderschön war. Einfach nur toll. Ich bin auch richtig ausgerastet, emotional. Boah, wie ich mich gefreut habe. Wie entladen. Ja, das müssen mir den Stein vom Herzen gefallen. Dann am Ende im Halbfinale leider gegen Deutschland verloren. In der letzten Minute. Da hat Deutschland den Türken gezeigt. Die Last-Minute-Türken wurden dann in der letzten Minute von den Deutschen abgeschossen. Ja. Und das war's eigentlich. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Emotionaler Moment halt. Diese EM 2008 war schon unglaublich für mich als Türkei-Anhänger damals. Und ja. Alter, der Typ, der stört verdammt früh. Das geht mir voll auf den Sack. Das geht mir richtig auf den Sack. Egal, ich zeig dir gleich mal, wer der Boss ist. Und wir wissen alle, ich bin der Boss. Ja, eigentlich ist Kollege der Boss. Aber egal. Nichtsdestotrotz komme ich jetzt einfach mal zu der Frage des Videos. Und ja, ich benutze meistens diese Türkei-Beispiele und so weiter. Aber das liegt einfach daran, dass ich den türkischen Fußball sehr stark verfolge. Sehr stark daran auch interessiert bin und so weiter. Und bald ist es in der Türkei soweit, das große Istanbuler Derby Galatasaray gegen Fenerbahce im Kadıköy, also im Stadion von Fenerbahce. Willst du mich verarschen? Schnee, willst du mich verarschen? Warum pfeifst du ab? Das wäre ein Tor gewesen. Gottloser Bastard. Genau, das ist auch eine Sache von FIFA, die ich hasse. Egal. Kommen wir zurück. Derbys. Thema in diesem Video heute, Derbys. Am Samstag, wie gesagt, Galatasaray gegen Fenerbahce im Kadıköy, im Fenerbahce-Stadion. Im Şükrü Saracoğlu-Stadion. Ich freue mich schon riesig drauf. Weil, ihr müsst wissen, ich glaube, Fenerbahce hat das Stadion seit 11 Jahren. Und seit 11 Jahren hat Galatasaray da nicht gewonnen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Saison, ich bin jede Saison eigentlich der Meinung, aber egal. Dass es diese Saison dann endlich soweit ist, und dann als erste Mal eintritt, dass Galatasaray im Şükrü Saracoğlu Stadion gewinnt. Ich gehe fest davon aus, dieses Mal. Mal wieder. aber, was mich zu dieser Überlegung bringt, ist einfach, dass in der Saison in der türkischen Liga vieles anders läuft. Ich meine, Galatasaray hat diese Saison die ganzen Derbys gewonnen, was sie vorher irgendwie noch nie geschafft haben. Das heißt, die ganzen Derbys gewonnen. Aber die meisten Derbys haben sie gewonnen. Ich glaube, einmal unentschieden gespielt jetzt gegen Beşiktaş. Und das war's auch schon. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, was ist eurer Meinung nach? Also, was haltet ihr von Derbys erstmal? Und zweitens, was ist das Derby?
auf was sie euch jedes Mal am meisten freuen. Ich kann es bei meiner Meinung nach, glaube ich, schon riechen, dass die meisten sich hier auf das Schalke-Dortmund-Derby, dass sie dort richtig abgehen, oder? Wie mein guter alter Abonnent Nico, schöne Grüße hier auch an dich, das in Anführungszeichen kleine Ruhrpott-Derby, also von den Bochumern und so weiter, gegen Schalke zum Beispiel oder so weiter. Das würde mich schon sehr interessieren. Also schreibt es in die Kommentare, Leute, ihr wisst. Und es macht mir unglaublich viel Spaß, diese ganzen Fan-Stories. Es sind ja im wahrsten Sinne des Wortes extrem verkürzte Fan-Stories. Aber es sind Fan-Stories. Und so etwas zu lesen macht mir jedes Mal verdammt viel Spaß. Aber richtig. Aber richtig. Und ansonsten, wie gesagt, ich freue mich sehr auf das Derby. Oh, Jean, jetzt, boom. Ah, das war sein linker Fuß. Schade. Ich freue mich richtig, richtig, richtig aufs Derby. Ah, wie, auf diese Fenerbahce gegen Galatasaray Derbys freue ich mich jedes Mal besonders krass. Weil die eben was Besonderes sind. Die, Derbys gegen Beşiktaş, ja, die sind natürlich auch ganz, ganz, unterhaltsam. Aber es gibt meiner Meinung nach nur ein richtiges Derby in der Türkei und das ist einfach das Galatasaray gegen Fenerbahce Derby. Das große Istanbuler Derby, was aber jetzt in den nächsten Jahren meiner Meinung nach auch ein richtig krasses Derby in der Türkei sein wird, ist das Trabzonspor gegen Fenerbahce Derby. Ja, Derby nicht, es ist ja nicht wirklich ein Derby, aber man sagt halt auch immer, dass es ein Derby ist, weil das eben die vier, in Anführungszeichen, vier Großen in der Türkei sind. Toller Finesse-Shot. Und deswegen liebe ich den Typen. Barreto, der hat einen unglaublichen Finesse-Shot, also einen unglaublichen angeschnittenen Schuss. Ja, da sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Aus Rückenlage gestört und der ging genau rein, der ging haargenau rein. Das ist ein wunderschöner Finesse-Shot in die Ecke. Guckt euch das nochmal an. Rückenlage und dann noch gestört und trotzdem so einen wunderschönen Finesse-Shot. Das schafft wirklich nur so ein Barreto. Oder ein Cristiano Ronaldo. Wie gesagt, das Trabzonspor gegen Fenerbahce Derby, das wird auch sehr brisant in den nächsten Jahren. Weil zwischen den beiden die Saison auch sehr viel vorgefallen ist, Manipulationsskandal, bla bla bla. Aber darauf möchte ich nicht hinaus. Ich freue mich halt riesig, wie gesagt, aufs Derby. Das wird El Bombastico. Und ansonsten so Derbys, die ich auch richtig klasse finde, das El Clasico, das ist natürlich ein Muss. Die Atmosphäre, die dort an den Tag gelegt wird, erstmal sind diese El Clasicos jedes Mal spielerisch unglaublich klasse. Dann, was soll ich da machen? Egal. Einfach ein Torschi. Ah, scheiße. Dann, so Jean, oha, Sabri Sarreolu Reloaded. Dann, spielerisch sind diese El Clasico Derbys immer klasse. Aber, die sind halt, die haben halt auch diese Brisanz immer wieder drin, ja. Da gibt's immer Platzverweise und so weiter und ich finde sowas klasse. Also jetzt nicht die Platzverweise an sich, aber diese Leidenschaft, die da gezeigt wird bei diesen El Clasicos auch. Diese Aggressivität gepaart mit dieser Leidenschaft, mit dieser Rivalität, das ist, wow. Beim Schalke gegen Dortmund Derby ist das zum Beispiel nicht mehr so krass. Das läuft schon ein bisschen zivilisierter ab, sag ich mal. In den letzten Jahren. Aber, oh, schade. Rot! Tamasch! Rot! Warum rot? Das will ich jetzt mal sehen. Weil er mir von hinten, ja, weil er mir von hinten die Beine gerissen hat. Anscheinend. So, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich zeige euch, dass ich der Meister der Free Kicks bin. Der bewegt die Mauer, das gefällt mir nicht. Dann schieße ich doch lieber mit Lino. So. Passt auf. Dann schieße ich halt dahin, du Spast. So, hoffentlich sitzt der. Nein, scheiße. Das ist so eine Sache, wenn der Gegner die Mauern verschiebt, also die Mauer verschiebt und der Torwart dann halt auch seine Position ändert, dann ändert das auch die ganze Vorbereitung, die man bei einem Freistoß schießen, bei einem Freistoß dann vorbereiten muss und so weiter. Vorbereiten muss. Ah, scheiße. So, jetzt Jean! Schade. Eigener Mann, glaube ich. Ja, eigener Mann. Schade. Ja, das Ruhrpott-Derby, das läuft halt auch ein bisschen zivilisierter ab in den letzten Jahren, wie ich finde, Barreto. Nein, abseits. Abseits. Malaka, das war kein Abseits. Oh mein Gott, Leute, das ist die größte Fehlentscheidung, die ich in meiner ganzen FIFA-Karriere gesehen habe. Also ich gleich miterlebt habe. Was soll das? Das war doch kein Abseits.
Meine Güte, EA, könnt ihr da nicht mal irgendwas gegen unternehmen? Ihr Ficker. Meine Güte. Ja, wie gesagt, sowas, das hasse ich zum Beispiel auch vom Herzen. Diese Fehlentscheidungen in FIFA, das muss doch nicht sein, Mann. Gleich krasse ich so ein Billigtor und der Typ geht dann auf Unentschieden. Das ist so meine Vermutung. Wo ich ihn das ganze Spiel über eigentlich dominiert habe. Kann man so sagen. Sein Tor fiel auch mehr durch Zufall. Aber egal. Ich schieße jetzt ganz schnell das 3:2. Auf Ansage, passt auf. Oh mein Gott! Scheiße. Wieder mehr Glück als Verstand. So, einmal auf Cicinho. Skillrun wäre nicht schlecht, oder? So, wenn ich gleich einen Ball habe mit einem guten Skiller. Nicht Manuel, bah, Manuel, der kann auch nicht skillen. So, jetzt Leonardo, boom. Oh, ich dachte, der ist drin. Ich dachte, der ist drin. Das lag, glaube ich, daran, dass er ihn rechts gemacht hat, der Leonardo, oder? Das war doch minimal, oder? Ja, er hat den Pfosten schon geschliffen. Schade. Ja. Und die Derbys halt, ich freue mich richtig drauf, wie gesagt. Ich wiederhole mich jetzt, ich weiß, aber das ist doch immerhin besser, als wenn ich gar nichts sage. Wisst ihr, diese Brisanz in einem Derby, die ist immer klasse. Diese Rivalität, Rivalität ist immer was Tolles, auch im Fußball. Boah, da hat er schlecht gemacht. Oh, ist immer was Tolles, auch im Fußball, das ist diese Leidenschaft. Ich liebe einfach diese Leidenschaft, ja. Wenn ihr mal seht, wie ich Fußball schaue, ich bin der übelste Fanatiker. Wenn ich sehe, dass gerade zwei Scheiße spielt, dann bin ich am Ausrasten. Dann bin ich am Rumfluchen wie Sau, wenn die schlecht spielen. Natürlich unterstütze ich meine Mannschaft trotzdem, aber wenn die schlecht spielen, dann raide ich halt auch mal. Ist doch völlig legitim, oder nicht? So, passt auf, Ronaldo-Job, querlegen. Ist jetzt ein Billig-Tor oder auch nicht? Ja, hätte ich ganz normal mit X gepasst, Alter. Ja, meine Chancenbewertung. Die ist irgendwie in letzter Zeit total katastrophal. Früh, oh, der spielt tolle Pässe in die. Oh mein Gott. Was habe ich euch gesagt? Der schießt total glücklich. Ein Tor in der 90. Minute. Und passt mal gleich auf. Der geht auf Unentschieden, weil er halt eben ein Mann weniger auf dem Platz hat. So, das ist total bitter. Oh, aber naja. Egal. Wer weiß, faul. Vielleicht schaffe ich ja noch, vielleicht schaffe ich es doch noch in Führung zu gehen. Leonardo. Hätte ich entweder früher schießen müssen oder so jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, Lino. Ja, pass auf, der geht jetzt auf Unentschieden. Schade. Ah, ich hätte euch zu gerne einen Sieg geliefert. Oh, doch nicht. Oh, Respekt. Den Typ schreibe ich nach dem Spiel an und zeug den erstmal meinen Respekt. Ich zoll den meinen Respekt. Das mache ich natürlich alles live. Sowas verdient Respekt. Ohne Scheiß. Ich wäre an seiner Stelle rausgegangen. Oder unentschieden gegangen. Wegen ein Mann weniger und so. Also, so etwas ist verdient richtig Respekt. Also, ich ändere meine Meinung jetzt über den Kerl. Der Typ verdient Respekt. Heftig. So, Barreto. Schade. Der kann jetzt auch nicht jeden Finesse-Shot reinhämmern. Aber eigentlich müsste ich jetzt gegen ihn gewinnen. Schon ein bisschen bitter, wenn ich nicht gegen ihn gewinne. Ja, meine Chancenauswertung, die sackt halt in letzter Zeit so übelst. Deine Mutter echt unnormal. Chocuzel. Zack, einmal. Abseits. Scheiße. Scheißenbreak. Ja. Und, ich habe ja etwas überlegt. Ich baue demnächst mal wieder so ein richtig schönes Team wie Hellas Malacca. Hellas Malacca an sich, das ist, das Team habe ich wirklich unglaublich gut abgegradet. Also es ist sehr gut. Nicht sehr gut, es ist sehr gut. Mir fehlen gerade die Worte, Moment. Es ist, wie gesagt, ich habe gerade einen Hänger, das sind diese berühmten Riegel, wie ist der? So, jetzt komm. Erstmal schön den Ball verlieren. Ach, wieso ziehe ich auch immer den Innenverteidiger raus? Oder den Verteidiger halt? Moment, Reginaldo. Ja, Reginaldo, der muss doch heute auch mal irgendwas reißen. Im letzten Part hat er noch so ein schönes Spiel gespielt und jetzt
Naja, jetzt fehlt das einfach. Jetzt aber. Oh, du Scheiße. Was ist da los? Was ist da los mit den Weibern? Nein, was ist da los mit meinen Spielern? Chancenbewertung, total mies. Die liegt, glaube ich, irgendwie bei 2%. Boah, Chiri. Was ist da los, Pedersen? So, jetzt. Passt auf. Ach, Scheiße, ich hätte direkt schießen sollen. Was ich auf jeden Fall nochmal sagen wollte, ist genau Hellas Malacca. Ich habe das Team so gut wie möglich gemacht. Das Einzige, was ich zum Beispiel bei Hellas Malacca noch fehlen könnte, ist dieser eine spanische Innenverteidiger. Den könnte ich noch reinpacken. Und ansonsten war es das eigentlich. Vielleicht noch den Inform Kanté, aber Kanté, der ist viel zu teuer. Und den gibt es auch nicht wirklich so oft auf dem Markt. Ich glaube, den, als ich letztens gesucht habe, gab es den gar nicht mehr auf dem Markt. Das ist schon ein bisschen bitter. Und ansonsten den Inform Joleba, wie hieß der, Joleba? José Joleba oder irgendwie sowas, ja. Den könnte ich mir eigentlich auch noch ins Team nehmen. Kostet auch nur, in Anführungszeichen, nur 70.000, aber der ist es mir einfach nicht wert. Der normale Joleba, der macht seinen Job da genauso gut. Und ansonsten habe ich halt Hellas Malacca perfektioniert, sage ich mal. Ich spiele immer auch mit dem Team sehr oft. Es macht unglaublich viel Spaß, mit dem Team zu spielen. Was ich dazu noch sagen könnte, wäre zum Beispiel das... Geht doch! Reginaldo mit der Vorlage und Barreto mit dem Finish. Barreto, unglaublicher Stürmer. Bruce Silva Team, holt ihn einfach. Und nach diesem Hellas Malacca Team will ich endlich mal wieder so ein Team um eine Liga bauen. Weil Hybrid-Teams sind nicht so meins. Weil bei Hybrid-Teams müssen die Spieler aufeinander zugestimmt sein. Und da kann man nicht rotieren, wenn die Fitness mangelt. Und muss dann immer diese Team-Fitness-Cards kaufen. Das ist nicht so mein Style. Was ich aber jedoch richtig mag, ist halt dieses Teams um eine Liga bauen. Ja, jetzt kommen die Tore auf einmal von nichts. Aber das war auch ein Pussy-Tor, egal. Ich will den Typ jetzt auf jeden Fall abschießen. Auch wenn er es nicht verdient hat. Schade eigentlich. Ich möchte nämlich ein Team um die holländische Ehrendivise bauen. Im 4-4-3-System. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe einfach so ein gutes Gefühl. Holländische Liga steht ja für Offensive, die haben sehr schöne, was heißt sehr schön, ich bin noch nicht schwul, sehr gute Offensivspieler. Was man vielleicht bemängeln könnte, wäre, dass diese Offensivspieler, ja, also dass es da keinen 5-Sterne-Skiller gibt. Aber es gibt da schon einige 4-Sterne-Skiller, und mit um diese 4-Sterne-Skiller werde ich dann auch das Team bauen. Also ich werde bevorzugt 4-Sterne-Skiller reinnehmen. 3-Sterne-Skiller, vielleicht seltener, aber naja. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Das war's eigentlich. Mehr kann ich nicht dazu sagen, das Spiel ist vorbei. Und Leute, wie gesagt, vergesst nicht eure Meinung zu Derbys. Die wird mich verdammt interessieren und ja. Naja. Ich suche gerade hier verzweifelt nach Gesprächsthemen. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht liegt es daran, dass ich so müde bin. Aber wie gesagt, Leute. Genau, Fußball-Bundesliga auch spannend. Wie in die Bayern 7-1, habt ihr es gesehen? Puh. Krass. Einfach nur krass. Desolate Leistung von Hoffenheim und eine echt grandiose Leistung von Bayern. Ja, gucken wir einfach nochmal das Team, Leute. Wie gesagt, wenn ihr ein Brasilver-Team habt, holt euch Barreto und Douglas. Hier Douglas, den kann ich euch echt nur empfehlen. Richtig guter Innenverteidiger. Und ansonsten, ja, meine Freunde, das war's für diesen Part. Wie immer, wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ein kleiner Klick für euch und kleine Arbeit, weniger Arbeit für euch, aber richtig großes Support für mich. Und ansonsten, ja, vergesst nicht die Frage der Episode. Derbys, was haltet ihr von ihnen und was sind so eure Lieblingsderbys? Mein Lieblingsderby, wie gesagt, das Istanbuler Derby, das große Istanbuler Derby und das El Clasico. Also Leute, ich warte auf tollen Support eurerseits und tolle Kommentare eurerseits. Ihr wisst, ich lese mir sowas gerne durch. Und ja, Leute, bis dahin. Wieder schon reingehauen. Macht's gut und ciao. Euer Rie.